Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Andrel, der unglaublichen Skyrim-Mod, die das Spiel Skyrim noch so fantastisch und umwerfend macht. Und ja, wir sind wieder zurück nach langer Zeit der Abstinenz, sage ich jetzt mal. Leider habe ich es nicht geschafft, in letzter Zeit irgendwie aufzunehmen, geschweige denn zu streamen. Und ich bin auf jeden Fall noch dran, gar keine Angst, ich lebe noch. Und es gibt auch weiterhin Skyrim und auch die weiteren Let's Plays werden auch wieder auftauchen, wenn ich die dementsprechende Möglichkeit dazu finde, das auch umzusetzen. Und ja, jetzt ist erstmal wieder Skyrim an der Reihe, weil dieses Spiel mich doch ziemlich anheizt. Wie heißt der? B. Winzel? Wie auch immer. Ja, wir sind wieder zurück in Ark. Auch einer sehr schönen Stadt. Alles hier mit Liebe zum Detail. Und wir haben natürlich auch noch eine Quest offen, der wir natürlich auch gerne Genüge tun. Und zwar müssen wir gucken, was Magister Ragon so bedrückt. Und dafür müssen wir erstmal wieder zurück in den Sonnentempel. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich werde jetzt mal hier meinen Weg weiterführen in Richtung Sonnentempel. Und ja, für die, die schon neu eingeschaltet haben, nochmal ein kleiner Überriss. Andrel ist ein Kontinent in einer sagenumwobenen Welt. Und wir sind ein Halb-Eterner, eine elfenähnliche Rasse, die in der Welt auch nicht so besonders gut gerne gesehen wird. Was so ein bisschen was von, ja, ein bisschen so rassistische Züge hat, glaube ich. Der genaue Hintergrund ist mir bisher noch, vorenthalten. Und ja, wir sind halt da als Flüchtling, als blinder Passagier auf einem Schiff von Nerim geflohen, könnte man fast so sagen. Das ging leider ein bisschen in die Hose. Wir wurden halt entdeckt und wurden über Bord geschmissen, sind wach geworden, leiden seitdem an einem sogenannten Arkanfieber, was halt Leute betrifft, die in einem gewissen Maß Magie begabt sind, was wir jetzt auch noch versuchen müssen zu heilen. Was eigentlich relativ oben bei uns in der Agenda steht. Aber wir uns erstmal noch um ein paar andere Sachen kümmern müssen. Zu meiner Profession. Ich strebe den Weg des Assassinen an. Des schleichenden Killers, der hinterrücks Auftragsmorde durchführt. Und ja, wir sind aber noch in der Ausbildung. Wir sind noch nicht wirklich besonders weit. Mal schauen, wohin sich unser Weg führt. Wir sind da noch relativ offen. Aber eine grobe Richtung haben wir schon mal. So, das hier scheint eine Abkürzung gewesen zu sein. Kenne ich gar nicht den Weg. Jetzt sind wir aber gleich am Sonnentempel und das ist gut. Wir waren ja schon mal hier in Bezug auf unserem Fieber. Da wollte uns der gute Jasper ja helfen, damit klarzukommen. Dieser hat scheinbar jetzt auch mittlerweile den Kontinent verlassen, weil es ihm ja einfach zu blöd wurde. Nichtsdestotrotz müssen wir unseren Weg, unser Schicksal hier weiter erfüllen. Kümmern wir uns erstmal um die Kleinigkeiten, die wir hier noch in der Stadt erledigen können. Mit der Hoffnung noch ein paar Dublonen, oder was sind das hier? Taler, glaube ich. Groschen? Taler? In der Rala Groschen sind das, glaube ich, ne? Ihr? Ich bin Sion Shadowseed. Zu finden. Mal schauen. Wir brauchen ja auch noch gute Ausrüstung etc. pp. Und das braucht halt Kohle. So, dann, ach, guck mal, da ist er ja auch gleich. Magister Ragon, hallo. Schreitet wohl. Gibt es ein Problem? Ja, stellt euch vor, das gibt es. Manche Menschen verstehen einfach die Bedeutung des Wortes Zuverlässigkeit nicht. Oh ja. Wen sucht ihr denn? Vielleicht kann ich helfen. Hm. Ihr seid scheinbar nicht vom Orden, korrekt? Was auch immer ihr dann hier zu suchen habt. Aber schön, wer bin ich, um eine helfende Hand zu sabotieren? Elia, die Novizin, die mich hier unterstützen soll. Sie sollte mir beim Transkribieren einer dieser pyräischen Wälzer helfen, auf die der Großmeister so versessen ist. Aber sie ist seit 2 Tagen einfach verschwunden. Ich schätze, dass sie irgendwo in Ark ist, im Oberviertel oder vielleicht bei der Kaserne.
findet sie und sagt, dass sie ihren Hintern hierher bewegen soll. Ich werde dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Wird gemacht, Chef. Okay. Jemanden finden in der Oberstadt. Wo war jetzt nochmal genau die Oberstadt? Fragen über Fragen. Sie ist verschwunden, das heißt schon mal nichts Gutes. Entweder sie sitzt irgendwo und sauft sich die Hucke voll oder es ist irgendwas passiert, was gerade nicht so pralle ist. Wir werden sehen. Machen wir uns erstmal auf die Suche. Also verschollene Novizin Elia finden. In der Oberstadt. Muss ich mal so einen Wegweiser angucken. Oberstadt, Oberstadt, Oberstadt. Ist das da, wo die Reichen sind? Das ist die Oberstadt gewesen? Ja, ne? Oh Gott, das ist so, wenn man so die ganze Zeit nicht spielt, kommt man irgendwie relativ schnell raus, wie ich finde. Und vor allem hoffe ich, dass das Spiel jetzt auch einigermaßen stabil bleibt. Ich hatte jetzt hier so ein paar negative Ereignisse. Das ist jetzt, glaube ich, schon gefühlt mein vierter Aufnahmeversuch. Beim ersten Mal wurde ich vom Paketlieferdiensten rausgerissen. Ihr dürft passieren, aber benehmt euch. Dann ist mir Skyrim abgestürzt. Und dann irgendwie wollten meine Hotkeys im Spiel bei OBS nicht mehr so, wie es sein sollte. Sehr ärgerlich. War hier irgendwo ein Wegweiser? Gibt es ja überall Wegweiser, das sind ja auch Schnellreisepunkte. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich die mal benutzen soll. Das finde ich so atmosphärisch relativ uncool. Hier ist auch kein Wegweiser. Also ich sehe jetzt gerade hier keinen. Schade. Ihr dürft, aber benehmt euch. Ja, ich benehme mich immer. In meinem Job auffällig zu sein, ist tödlich, meine Dame, meine Dame. Ich muss in die Oberstadt. Wo ist denn nochmal die Oberstadt? Südviertel, Westtor, Fremdenviertel, Sonnentempel, Adelsviertel, Kaserne. Kaserne war auch ein, ich glaube, ich war auch so ein Punkt, wo ich nachgucken sollte. Ich glaube, da gehe ich mal mit als erstes hin. Wer seid ihr? Einmal Richtung Kaserne. Komme ich, glaube ich, dran vorbei, wenn ich hier runtergehe. Sicher bin ich mir nicht. Ich betone nochmal diese tolle Musik. Herrlich. Dum, 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 dum. Ich schreite. Wisst ihr auch, alle da so lange echt angequatscht, ne? Also ich finde das, fand ich das bei, wo war denn das noch? Ich glaube bei Fallout finde ich das auch immer sehr übertrieben, dass man da nicht irgendwie mal in so einer Stadt mal irgendwie 2 Sekunden Ruhe hat oder so. Boah. Oh Gott. Hilfe. Ja, ist gut. Suchen Wegweiser. Habt ihr irgendwo einen Wegweiser gesehen? Ah, hier. Unterstadt, Südviertel, Sonnentempel. Ich glaube, ich bin in der Oberstadt, ne? Wo ist denn jetzt nochmal die Kaserne? Ey, hier ist so desorientierend alles. Ich bin hier im Adelsviertel, ne? Kaserne ist ein weiter. Ich glaube, da lang. Aber ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Und? Weißt du, wo... Bello, hi. Weißt du, wo die ist, die ich suche? Nein? Okay. Ich würde ihn jetzt ja auf die Suche schicken, ne? So spürhundmäßig. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Adeliger.
Schön. Dunkel, aber schön. Dunkle Gassen. Oh. Alle ab. Lohnt sich. Meins. Sehr schön. Abseits der Wege ist hier erstaunlicherweise immer relativ gut von Erfolg gekrönt. Es lohnt sich wirklich manchmal, sich ein bisschen umzugucken. Badehaus. Oh. Badehaus. Bin ich jetzt ja mal gespannt. Jetzt ist sie ja hier. Vielleicht macht sie sich ja gerade hier so einen Spartag oder so seit 2 Tagen. Hallo. Jawohl. Schreitet wohl. Ich schreite. Badegast. Komisch, dass hier nur... Nee, da ist auch ein Kerl. Ich wollte gerade sagen, komisch, dass hier nur Frauen sind. Komm bitte die runter da. Ich würde ja gerne mal schwimmen gehen, aber müsste ich mich jetzt ausziehen? Hallo. So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. Oh. So ist das eben. Schön. Finde ich gut. Ein Badehaus. Ist ja auch wichtig, ne? Das war ja früher auch so wichtig. Die Römer und alle, die hatten ja so richtige Badehäuser. Teilweise natürlich eher getrennt, also Männlein, Weiblein. Ne, da gab es ja nicht so mit, jeder hat eine Badewanne zu Hause. Nett, dass die dran gedacht haben. Finde ich echt gut. Das finde ich klasse. Sieht man mal wieder echt, wie die Liebe zum Detail ist. Dann fehlt mir ehrlich gesagt so noch über die Stadt verteilt so diese Plumpsklos. Oder Toilettenhäuser oder wie auch immer. Das wäre natürlich auch interessant. Ich bin auch ein bisschen verschnupft. Also wenn ich ein bisschen näsel, dann tut es mir dementsprechend leid. Aber dann muss ich leider durch. Ich merke schon wieder, wie meine Nase mir gerade so ein bisschen, mich so ein bisschen ärgert. Hallo? Bin schon wieder hier. Ich mach mal hier. Warte mal, das finde ich alles sehr dunkel. So. Den hier. Du. Müsste mit einer Fackel rumlaufen. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Moment, weißt du mal, was? Ihr... Ja, ich? Ach, einerlei. Was? Was ist? Ach, ihr seid doch Eterna, nicht wahr? Eure Ohren, sie sind... Naja, anders. Ja, und? Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Aha. Ja, meine Mutter, ja, aufgewachsen bin ich aber auf Nerim. Aus Nerim? Aber muss das nicht furchtbar für eure Mutter gewesen sein? Und für euch? Ich habe gehört, Eterna haben dort keine Rechte und werden behandelt wie Tiere. Ja, wenn man den Kopf unten geht und nach den Regeln spielt. Warte mal. Werden sie auch. Die Nerimnesen machen die Eterna für alles verantwortlich, selbst wenn die Sonne mal nicht scheint. Verstehe. Das ist schrecklich. Malfas sei Dank ist das hier anders. Naja. Habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Ja, tschüss. Aber ich muss sagen, also mit übermäßiger Freundlichkeit wird man hier aber auch nicht behandelt. Düster. Ja? Hell wie die Nacht. Alter, bleib weg von mir, ey. Ich weiß nicht, ob ich hier weiterkomme. Eine der Händlerinnen.
bitte nur ein. Vielleicht weißt du was. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ich wollte Informationen haben. Vielleicht mit 10? Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ich dachte, du wüsstest was. Schade. Krieg auf Kyra, Krieg auf Araseal, Krieg auf Kile. Malphas hält wahrlich seine schützende Hand über uns. Ja, noch haben wir Glück hier auf Enderal. Obwohl die hier ziemlich mit Monstern und so weiter gequält werden. Ist die Welt hier doch momentan oder der Kontinent momentan doch eher von Krieg verschont. Dann gucke ich mal in der Kaserne. Da soll sie ja bekanntlich auch sein. Ich bezweifle, dass wir sie in dieser Folge noch finden werden. Denn wir haben jetzt Riesenglück hier in der Kaserne. Also das ist so eigentlich der stichhaltigste Punkt, den er uns sagen konnte, die Kaserne. Aber vielleicht wissen die Wachen ja auch was. So ist das ja auch nicht. So das Lieblingswort. Hört man hier auch sehr oft. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Nein, sehe ich genauso. Das war quasi die Kernaussage in dem, was ich gerade gesagt habe. Es ergibt keinen Sinn. Jetzt. Oh, Malphas-Tempel? Ach nee, da war ich schon drin, ne? Da hatte ich den Schmied, glaube ich. Wissen die hier, was ich weiß? Ihr seid Fremdländer, was? Nein. Entschuldigung, ich wollte hier nur das Brot schneiden. Ja. Ach ja. Was? Bürgerin. Bürger. Aspirant. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach ja untergeht. Ja. Zu wenig Wegestreue. Zu viel Kyra. Ich suche Informationen. Ja. Ach, ist das hier wieder. Was? Alle durcheinander reden. Alter, ich kann nur einem zuhören, Leute. Alter Schwede. Ich finde es echt übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich meine, es ist zwar schön, dass die alle viele reden, aber das ist mir too much. Was? Kannst ja hier keinen mal schräg angucken. Finde mich hier gerade wenig zurecht. Sonnentempel. Nee, raus. Ich wollte hier in der Kaserne weitergucken. Ich suche die Kaserne. Guten Abend. Guten Abend. Da vorne. Bitte geht weiter. Ja, mache ich. Im Dunkeln ist es hier echt noch schwieriger, sich zurechtzufinden als bei Lehm. Hä? Bin ja mal schön im Kreis gerannt. Perfekt. Hier bin ich hergekommen. Bisher? Keinen Abstand mehr, die jungen Leute von heutzutage. Wo geht's jetzt hier hin? Fremdenviertel. Könnt ihr mich jetzt eigentlich mal hinlegen und vielleicht mal tagsüber auf die Suche gehen? Das wäre ein ganz, ganz guter Plan. Weil ich glaube, des Nachts werde ich mich hier nicht zurechtfinden. Es ist mir alles gerade zu verwirrend, so ein bisschen.
glaube aber, da die Zeit jetzt schon wieder so weit fortgeschritten ist, werde ich jetzt erstmal die Folge hier beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal am Tage wieder. Und dann suchen wir weiter. Vielleicht haben wir da einfach viel mehr Glück. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.